Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen 15 Fragevideos. Der gute Nachas LP, heißt du Nachas LP? Ne, du hast Nachas, einfach nur Nachas. Tut mir leid. Ich habe gerade dein wunderschönes Face gesehen und dann habe ich gesehen, dass du mich getaggt hast und ich dachte mir, ich mache das jetzt schnell um 15 Uhr, kurz nach der Arbeit. Und ich trinke auch gerade Kaffee, ohne mein schönes Face zu zeigen. Und bevor ich wieder irgendwas anderes tue und ich es vergesse und so weiter, weil ich ein bisschen blöd bin, mache ich das Video auch mal. Danke natürlich dafür, dass du mich verlinkt hast. Wirklich großartig. Ja, die Frage Nummer 1. Gibt es einen Spitznamen, den nur deine Familie benutzt? Nö. Trottel vielleicht. Oder Idiot. Aber nee, so nennt mich eher... Ja, jemand, ne? Ich stell mich mal ganz kurz anders hin. Aber ich glaube, wenn diese Person dieses Video guckt, was sie nicht tun wird, dann weiß sie schon, wen ich meine. 2. Hast du eine seltsame Angewohnheit? Eine seltsame Angewohnheit. Ich habe viele seltsame Angewohnheiten. Ich muss immer was in den Händen haben, zum Beispiel. Ich muss mit immer irgendwas rumspielen. Ich habe wirklich dieses Verlangen, immer irgendwas zu machen. Ich hasse Langeweile. Ist wirklich ganz schlimm bei mir. Ich muss wirklich immer irgendwas in der Hand haben, irgendwas machen. Wenn mein Gehirn irgendwie entspannen möchte oder einfach nur so da sitzt und irgendwo in die Luft starrt, das hasst es. Das denkt dann... Irgendwas muss doch passieren. Das ist doch nicht alles, oder? Deswegen habe ich wahrscheinlich auch mit Gaming und sowas angefangen, weil wo mir als Kind langweilig wurde, habe ich immer gezockt, weil oder beziehungsweise halt irgendwas Vernünftiges gemacht, anstatt irgendwie zu chillen, grillen. Ja. Drittens, hast du irgendwelche seltsamen Phobien? Eigentlich nicht. Also eine Phobie, eine wirkliche? Bin ein wenig schüchtern, muss ich ganz ehrlich sagen. Fällt wahrscheinlich jetzt in den Videos nicht so wirklich auf, aber ich werde sehr oft rot. Ich bin sehr schüchtern. Das ist so eine Menschenphobie. Ja, Ding. Angst vor Menschen. Nee, aber das ist wirklich ein bisschen schwer für mich, neue Leute kennenzulernen und so. Schüchtern halt, ne? Viertens, welchen Song drehst du heimlich voll auf und singst laut mit, wenn du alleine bist? Ich habe nicht nur einen Song, den ich laut aufdrehe und laut mitsinge, wenn ich alleine bin. Ich singe fast alles mit, was ich irgendwie mag, auch wenn ich den Text gar nicht kann, weil es irgendwie eine andere Sprache ist. Nee, ich wirklich, was ich höre, sind Die Ärzte, irgendwelche diversen Rocksongs von besonderen Bands. Deine Schuld von den Ärzten natürlich singe ich immer mit, wenn ich's höre. Von Trailer Park einige Lieder, dann einige Lieder von Alligator, vor allen Dingen das Album Triebwerke. Davon höre ich, singe ich fast jedes Lied mit, wenn ich es höre. Ich chill mit Kontrabass im Monster Truck, vergrabe Nudeln und ihr fragt mich wozu und ich... Denn ich lache und beginne aus der Nase zu bluten. Und ich kann nicht singen, das ist das Problem. Ich will kurz einen Schluck trinken. Ah, einen guten Kaffee. Ja, dafür beneide ich Naras, dass er einen Kaffee hat. Ich habe auch einen. Aber er ist um 3 Uhr nachts Kaffee drin. Das ist ziemlich cool. Über welche Kleinigkeit ärgerst du dich immer am meisten? Kleinigkeit. Ich reg mich sehr gerne über Kleinigkeiten auf. Über wirklich so eine, Banalitäten. Wie zum Beispiel, wenn ich, wenn irgend so eine Sache nicht das macht, was ich möchte. Das sind meistens Gegenstände. Wenn eine Schublade nicht vernünftig zugeht, dann, da wirklich, das ist schlimm zu mir, bei mir zu Hause. Denn, das macht mich so wütend, wenn ein Gegenstand, ein vernünftiger, blöder Gegenstand, der mir eigentlich helfen soll, der nutzvoll sein soll, der irgendwie mich in meinem alltäglichen Leben unterstützen soll, nicht das macht, wofür er eigentlich gedacht ist. Oh, kann ich ausrasten. Hört sich blöd an, ist es auch. Wirklich schlimm. Boah, nee, geht gar nicht.
Was tust du, wenn du nervös bist? Ja, bei mir ist es leider wirklich so, dass ich in meinem alltäglichen Leben immer nervös bin. Ich bin immer nervös. Es gibt keinen Moment, wo ich normal bin. Ich bin immer nervös. Es liegt an etwas, aber ich glaube, das muss ich jetzt hier nicht unbedingt sagen. Aber ich bin immer nervös, deswegen muss ich auch mal mit Sachen rumspielen und alles. Auf Arbeit bin ich auch meistens nervös, obwohl auf Arbeit, da bin ich eigentlich relativ unnervös als wie sonst immer. Ich bin wirklich immer nervös, muss immer mit irgendwas rumspielen, muss immer irgendwie zucken, bin ganz sicher ein nervöser Mensch. Und was ich dagegen tue, ist tief durchatmen, versuchen wirklich mich zu konzentrieren. Bei mir ist ja auch die Konzentration eine sehr schlimme Sache. Wirklich einfach tief durchatmen, wirklich konzentrieren darauf, dass man das schaffen muss oder beziehungsweise dadurch muss, die Ursache der Nervosität bekämpfen muss, das Ding, was einen nervös macht, für die meisten Menschen ganz normal ist, auch daran zu denken, dass andere Menschen, die einem vielleicht nahestehen, die vielleicht zum Beispiel sein Idol ist oder beziehungsweise auch fiktive Charaktere, deren Geschichte man interessant findet, inspirieren lassen, Autoren, dass man sozusagen, dass die durch alles sowas auch haben oder beziehungsweise vielleicht auch mal so eine Nervosität hatten und dass man wirklich da ein bisschen versucht dran zu arbeiten und zu denken, dass andere Menschen es fast vielleicht genauso geht. Ich finde, das hilft immer. Auf welcher Seite des Bettes schläfst du? Ich muss mal ganz kurz ein Fenster öffnen, mir ist scheiße heiß. Huiuiui. Auf welcher Seite des Bettes schläfst du? Rechts. Ich schlaf meistens mit seitlich mit dem Körper an der Wand. Ich habe so ein Kuscheltier immer in so eine die Lücke zwischen Bett und Wand geklemmt und schlaf meistens mit einem kleinen Kissen da drüber. Das große Kissen benutze ich fast gar nicht. Und meistens klemme ich auch die Decke unter meinem Bauch. Ja, seitlich. Rechts. Was war das erste Kuscheltier und wie war sein Name? Ich hab keinen Plan, du. Nö. Wirklich keine Ahnung. Ich habe mehrere Kuscheltiere noch zu Hause, die ich habe, als ich klein war. So eine kleine Banane, die ein lächelndes Gesicht drauf hat, fällt mir jetzt spontan ein. Ja. Sonst weiß ich es auch nicht. Nummer 9. Welches Getränk bestellst du immer bei Starbucks? Karamell Frappuccino. Ich gehe nicht häufig zu Starbucks, da ich keins in meiner Nähe habe, wo ich wohne. Sonst müsste ich ein bisschen mit der Bahn fahren, mit dem Bus. So, natürlich. Wie könnte es anders sein? Hat mich wieder jemand angerufen, während ich mitten in der Aufnahme bin. Ich glaube, das ist... Ich kenne keinen anderen YouTube-Channel, wo das so oft passiert wie bei mir. Vor allem, mich ruft kein Schwein jemals an, wenn ich gerade was privat mache. Ich glaub's nicht. Jedenfalls, ich müsste mit dem Bus fahren, wenn ich zu Starbucks wollte, deswegen gehe ich da nicht so häufig hin. Aber so ein Karamell-Frappuccino nehme ich immer relativ kalt, vor allen Dingen auch im Winter. Ist ganz lecker. Karamell, Eis, vielleicht ein bisschen was nach Kaffee aussieht. Aber sonst ist es eigentlich ganz lecker. So. Gibt es eine Regel, die du immer predigst, aber nie einhältst? Ich sag meistens, da ich auch im Krankenhaus arbeite, bleibt euphorisch und so schön oder immer Kopf hoch und sowas, obwohl das meistens persönlich, ich versuche es, aber ich schaff's meistens nicht. Ja, man versucht halt immer so Tipps zu geben und so und irgendwie klappt es nie. Aber egal. Nee, es ist, ja, es sind wirkliche Regel, die ich predige, aber nie einhälte. Das ist eine komische Frage. Eigentlich nicht, nee. Ja, Nummer 11. In welche Richtung schaust du beim Duschen? Natürlich nach Norden. Denn dort ist das gelobte Land. Valhalla. Und Nordend. Nein, ich hab keine Ahnung.
ist eine Richtung, die man beim Duschen einhalten sollte? Wird dann die Haut trockener? Oder weicher? Oder sauberer? Ich dusche eigentlich immer, naja, normal. Ich mach die Dusche an, gehe runter und dusche. Naja. Komisch. Naja. Duschen. Hast du irgendwelche seltsamen Körperfähigkeiten? Ja, ich bin sowieso extrem muskulös und gut aussehend natürlich auch. Okay, seltsame Körperfähigkeiten. Ich kann meine Augenbraue verziehen. Meine Stirn faltig machen. Und sonst fällt mir nichts ein. Gibt es eigentlich schlechtes Essen, das du trotzdem liebend gerne isst? Da muss ich nachher recht geben. Kaffee. Kaffee. Ich trinke scheiße viel Kaffee und das ist scheiße ungesund. Hilft aber gegen Demenz anscheinend oder soll Demenz vorbeugen. Trotzdem, nichts Kaffee, nichts gut, ne? McDonald's natürlich. Wenn man mal zu McDonald's geht, bestelle ich auch relativ viel. Ist nicht besonders gut. Und vor allen Dingen süße Sachen liebe ich auch. Ich esse sehr viele Süßigkeiten. Oder früher habe ich noch viel, viel, viel mehr Süßigkeiten gegessen. Dann habe ich aber mal gesehen, was das alles so anrichtet. Und seitdem versuche ich ein bisschen darauf zu achten. Klappt nicht, aber man versucht's. Was gibt's noch so? Ja, schlechtes Essen. Ja, ich trinke auch meistens Wasser. Hauptsächlich und zwischendurch vielleicht mal so ein Softdrink. Vor allen Dingen auch Energy und sowas, was eigentlich auch ungesund ist. Ich glaube, ich bin einfach koffeinabhängig und ja. Gibt es Redewendungen, ja, die du ständig sagst? Hallöle, Leute! Tja, Touché sage ich ziemlich oft. Ich habe, glaube ich, 1000 Phrasen, die ich ständig sage. Tausende. Es wäre jetzt witzig, wenn ich Zeit hätte und Lust und die alle so aneinander ketten würde, die ich ständig sage und dann am Ende so, nee, eigentlich habe ich die nicht. Vielleicht werde ich das nur machen, aber ich bin scheiße faul. Also werde ich das nicht tun. Aber es wäre cool. Stellt es euch geil vor und vielleicht mache ich das. Aber ich denke eher nicht. Zeit zum Schlafen. Was hast du wirklich an? Nichts. Grundsätzlich nichts. Da ist ja gerade... Fuck, ich dachte, es wäre 15 Uhr. Halb 5 ist. Also 16.30 Uhr. Kacke, warum ist es so spät? Habe ich eine beigefarbene kurze Hose an. Da drunter eine Unterhose oder beziehungsweise eine Boxershorts. Und ein weißes T-Shirt. Zum Schlafen ziehe ich meistens Winter eine lange Hose an und keine Unterhose. Was? Und Oberkörper halt so langärmeliges, also nicht so langärmeliges, sondern so ein ausgeleiertes T-Shirt. Sommer meistens nur Boxershorts oder beziehungsweise nur Schlafanzugshose, so eine kurze. Ja. Warum überhaupt diese Frage? Ich glaube, das war's. War lustig. Ich werde mal gucken, was man tun kann mit Phrasen und so weiter. Ja, ich danke nochmal Naras wirklich für den Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es so ausgefallen ist, wie meine Videos immer ausfallen und ich deswegen immer denke, dass das irgendwie nicht so schön ist und irgendwie ziemlich schlecht. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich tagge. Die Leute müssen, das heißt, die Leute, die das Video sehen, von den Leuten, die ich tagge, das sehr wenig sein werden, weil die meisten davon nicht mehr auf YouTube sind, noch gar nicht angefangen haben oder so berühmt sind, dass sie das wahrscheinlich nicht sehen. Ja, die müssen halt auch diese Fragen beantworten. Ich tagge Cardia Crash. Du hast noch kein Video rausgehauen und... Ja, betrachte das als dein erstes Video. Nee, und so. Tu es trotzdem.
Auch wenn du es nie tun wirst und dieses Video nie gucken wirst. Ist mir egal. Ja, egal. Deviron LP, den guten Dave. Du bist schon lange nicht mehr auf YouTube, das ist schlecht. Fang damit wieder an und lass uns Videos gemeinsam machen. Du spielst auch WoW, habe ich im Moment gehört, aber hast mich noch nicht geedit. Tu ein Video. Dann natürlich einmal Black Witch Pictures, den guten, der im letzter Teil auch so ein bisschen abwesend ist. Würde mich auch freuen, wenn er halt so ein 15-Minuten-Video machen würde, wo er über seine diese Regeln da spricht. Und natürlich Gronkh und Obama und den Präsidenten und Merkel. Ja, ich glaube, ich werde mich dann schnell verabschieden, bevor es noch seltsamer wird. Und ich würde dann mal sagen, wir sehen uns wieder, wenn irgendwas ansteht oder... ach, ich gründe eine Gilde. Was? Habe ich gar nicht gehört. Die wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen starten. Bis denn.